Hallo zusammen. Heute habe ich mal ein paar Fragen zur Liebe zusammengestellt. Und das ist so ein Beziehungstag, da können dann auch die ganzen Single-Ladies mitmachen. Ich fange direkt an mit der ersten Frage. Wann warst du das erste Mal verknallt oder verliebt? Das erste Mal verknallt als Kind war ich, glaube ich, in Richard Dean Anderson. Das ist der Hauptdarsteller von MacGyver, falls ihr die Serie kennt, habe ich als Kind immer geguckt. Aber so das erste Mal so richtig verknallt oder auch verliebt war ich, glaube ich, über 2 Jahre lang in meinen besten Freund damals, ja. Und ja, und mir war immer die Freundschaft wichtiger, weil ich mir das beziehungstechnisch zwischen uns nicht vorstellen konnte. Deswegen hatte ich ihm das auch 2 Jahre lang nicht gesagt. Dann hatte ich ihm das einmal gesagt gehabt über einen Brief und ja, da hat er mir aber auch dann gesagt, dass er sich das gar nicht vorstellen könnte, ich mit ihm zusammen als Pärchen, weil wir einfach beste Freunde sind und wir sind heute auch noch gute Freunde. Und heutzutage kann ich mir auch nicht vorstellen, warum ich damals so in den verliebt war, weil das kommt mir jetzt mittlerweile ganz schön wie Inzest vor, weil das schon so ein ja, Cousine-Cousin-Verhältnis ist zwischen uns. Und also, ja, das war so meine erste Teenager-Verliebtheit, aber jetzt bin ich mit Sicherheit nicht mehr mit. Oh Gott. Und da hat sich mein Videolicht gerade verabschiedet. Ich hoffe, ihr habt euch nicht so erschreckt wie ich. Weil ich kann euch das mal zeigen. Ich habe hier eine ganz interessante Konstruktion vom Licht her, die nicht hält. Und brummt jetzt. Was ist das? So. Ich zeige euch das mal eben. Moment. Ja, das sind drei ja, Lichtstangen. Ja, aber ich will das Video jetzt nicht zu lang machen und mache lieber mit den Fragen weiter. Sorry wegen der technischen Störung gerade. So, Frage 2. Wann hattest du deinen ersten Kuss und wie war es? Meinen ersten Kuss hatte ich mit 17. Ich denke, das ist relativ spät, aber naja, war halt so, ne? Und es war ganz schrecklich. Es war ganz, 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 ganz schrecklich. Man stellt sich, boah, jetzt fängt das hier an zu knarren. Ja, da muss ich noch, ja, weiß nicht. Hauptsache, das Licht ist gut. Ich finde, das Licht ist so sehr, sehr gut. Mein erster Kuss war ganz, ganz schrecklich und ich hatte mir als Teenager meinen ersten Kuss immer so schön und perfekt wie möglich vorgestellt und dann war es richtig. Eklig, kann ich schon fast sagen. Die Zunge von ihm war überall, nur nicht in meinem Mund. Und danach war ich wie traumatisiert und wollte nie wieder knutschen. Also der erste Kuss war ganz, 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 ganz schlimm. Drittens, hast du schon besonders schlimme Liebeserfahrungen machen müssen? Also besonders schlimmere jetzt nicht. Ich wurde noch nie betrogen oder verprügelt in der Beziehung oder sowas. Ich denke, wenn man jemanden liebt, dann ist es normal, dass man dann auch verletzt wird. Und Liebeskummer hatte ja auch, denke ich, fast jeder von uns schon mal. Aber so ganz schlimme Liebeserfahrungen, dramatische Stories habe ich dann nicht. Gott sei Dank wurde ich von bewahrt. Wie gehst du mit Liebeskummer um oder hattest du noch nie Liebeskummer? Natürlich hatte ich schon mal Liebeskummer und das war auch ganz, ganz, ganz schrecklich. Das ist so, wie das in allen kitschigen Liebesliedern beschrieben wird. Und ja, es war ganz, ganz, ganz schlimm. Und wie gehe ich damit um? Irgendwie, Liebeskummer ist so eine Sache, das ist, die Sache ist einfach, also das verletzte Gefühl ist einfach da. Und in dem Moment kann man auch nicht wirklich was dagegen machen. Und ja, man sagt ja so schön, die Zeit heilt alle Wunden, hört sich immer leichter gesagt als getan an, aber im Endeffekt ist es wirklich so, dass beim allerersten ganz, ganz schlimmen Liebeskummer, dass nach 4 Monaten hat sich dann die Liebesdepression erst gelegt, so ein bisschen. Und ja, also Liebeskummer ist wirklich ganz, ganz, was ganz Schlimmes. Und ja, wie gehe ich damit um? Ich würde jetzt nicht komplett mich davon abwenden und die ganze Zeit feiern und ablenken. Ich würde mich schon damit, wie sagt man, auseinandersetzen, warum es nicht geklappt hat und ob es an einem selber lag oder ja,
warum es einfach scheiterte, sage ich jetzt mal so, und mich mit dem Problem auseinandersetzen. Und wenn ich das erstmal für mich geklärt habe, dann würde ich natürlich versuchen, mich von dem unangenehmen Gefühl des Liebeskummers abzulenken, indem ich viel mit meinen Freundinnen mache, nicht die ganze Zeit alleine zu Hause hocke und noch weiter über die Liebesprobleme oder, ja, keine Ahnung, dieses, über, ja genau, das Liebesproblem grübeln kann und ja, mich noch mehr reinsteigern kann. Also, ja. Und dann muss man einfach abwarten und versuchen, sein Leben weiterzuleben, auch wenn es einem beschissen geht, aber irgendwann wird es dann, mit der Zeit wird es dann einfach besser. Also, wenn du gerade Liebeskummer hast, ganz, ganz schlimm, keine Angst, das geht vorbei. Auch wenn es einem wie 1000 Jahre vorkommt, es geht vorbei, auf jeden Fall. Wie lang ist bzw. war deine längste Beziehung? Meine längste Beziehung bis jetzt dauert über 5 Jahre und das ist jetzt mit meinem jetzigen Freund. Bist du ein Beziehungstyp oder lieber Single? Ich bin eher ein absoluter Beziehungsmensch, also ich bin nicht so gerne Single, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gerne in einer Partnerschaft. Weiter geht's. Ich habe alles voll hingekrickelt. No-Gos in einer Beziehung. Also 2 No-Gos in einer Beziehung. Also solche Standard-No-Gos lasse ich mal aus, wie zum Beispiel handgreiflich werden dem Partner gegenüber oder den Partner betrügen, belügen. Das geht natürlich gar nicht, das ist selbstverständlich. So Standard-No-Gos, die oft vorkommen, sind für mich zum einen den Partner ändern zu wollen. Das passiert, das ist irgendwie so, passiert oft in vielen Beziehungen, was aber ein absolutes Unding ist, meiner Meinung nach, weil wenn man den Partner nicht so liebt, wie er ist, dann wird man auch nie wirklich mit ihm zufrieden sein, immer eine Sache finden, die man dann versucht zu ändern und dann fühlt sich der Partner wiederum eingeengt und sich nicht akzeptiert und ja, ist nicht in Ordnung, finde ich. Dann kein Vertrauen in einer Beziehung geht überhaupt nicht, weil man muss seinem Partner schon vertrauen und ihm möglichst viele Freiheiten gönnen. Natürlich gehört dazu jetzt nicht mit der nächsten Troller irgendwie rumzuknutschen oder so, aber halt, dass er alle seine Hobbys ausleben kann, auch mit seinen Jungs weggehen kann und also Vertrauen ist in einer Beziehung schon das A und O. Wenn man dem Partner nicht vertraut und krankhaft eifersüchtig ist, dann ist die Beziehung eh zum Scheitern verurteilt oder man streitet sich ständig oder man ist einfach unglücklich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Freund würde mir alles verbieten, zum Beispiel das Videos machen auf YouTube, weil er so eifersüchtig ist oder so, das wäre schon, das geht mal gar nicht. Das wäre schon echt schlecht. Oder, ja, es gibt ja 1000 Beispiele, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Also Vertrauen in einer Beziehung ist das A und O, ganz klar. So, dann habe ich hier so eine Zweierfrage. Einmal eine Frage für Singles und einmal eine Frage für Vergebene. Und da ich ja vergeben bin, lese ich die Frage mal vor. Was war dein erster Gedanke, als du zum ersten Mal deinen Freund gesehen hast, beziehungsweise ihn kennengelernt hast? Das ist eine Frage, die eine auf Facebook vorgeschlagen hat, eine Followerin von mir. Und das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, da war ich, boah, wie jung war ich da? Da war ich, glaube ich, 10 oder 11 oder so, weil mein großer Bruder ist sein Praktikant damals quasi gewesen und er war, glaube ich, dann schon 16 und ich war dann, ja, 10 oder war er 17 und ich war 11, irgendwie sowas und der war dann halt bei uns zu Hause und dann habe ich den nur kurz im Flur gesehen. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, ich hatte sogar Schlafanzug an noch damals. Und ja, da habe ich mir nicht viel gedacht. Ich habe mir nur gedacht, ja, mein Bruder hat Besuch. Mehr habe ich mir nichts gedacht, ja, von wegen, oh, der sieht aber toll aus oder, oh, der ist aber hässlich, oh, der ist doof und das war total neutral. Ich habe da jemanden gesehen und nichts dabei gedacht. Und das, als ich ihn dann zum ersten Mal kennengelernt habe, ich kenne ihn ja über meine beste Freundin, weil sie ist seine Cousine und demnach habe ich ihn dann auch auf Familienfeiern, also wenn sie Geburtstag hatte, kennengelernt und ich habe ihn gehasst. Ich konnte ihn gar nicht ab. Also ich fand den total arrogant, großkotzig und wir haben uns auch immer so ein bisschen gedisst. Sollte anfangs immer Spaß sein, aber es ist dann irgendwie so ausgeartet, dass ich mich immer persönlich beleidigt gefühlt habe und ihn gar nicht abkonnte. Und irgendwann meinte meine beste Freundin auch, boah, du und mein Cousin, ihr würdet voll gut zusammenpassen. Da habe ich ihr den Vogel gezeigt, was, der nie im Leben.
Und als ich dann ihn irgendwann mal anscheinend vor über 5 Jahren, geedit habe im ICQ oder MSN oder beides, habe ich ihn dann doch näher kennengelernt und habe gemerkt, oh, der ist ja eigentlich doch total toll und so. Und ja, jetzt bin ich mit dem Typen, den ich damals überhaupt nicht ausstehen konnte, mittlerweile über 5 Jahre glücklich zusammen. Wer hätte das gedacht? So, die letzte Frage wäre, nee, Quatsch, das ist nicht die letzte Frage. Wann sagst du, ich liebe dich, ist noch eine Frage. Und das ist eine Frage, die kann ich eigentlich gar nicht so beantworten. Das ist so. Ne? Das ist schwer. Man spürt es einfach, ne, wenn man jemanden liebt. Bei mir persönlich ist es aber so, dass ich schon eine gewisse Zeit brauche, um jemanden kennenzulernen, weil ich muss jemanden kennen, den ich wirklich, wirklich innig und wahrhaft liebe. Nicht so wie bei Bella und Edward, die sich sofort lieben irgendwie. Ja, und bei mir ist es dann schon so, dass ich meistens boah, mindestens 3 Monate brauche, um einem Typen zu sagen, dass ich ihn liebe. So, letzte Frage. Was ist Liebe für dich? Liebe ist so vieles, ne? Und ich sag mal so, jetzt nicht nur auf Partnerschaft bezogen. Liebe an sich ist für mich, wenn ich mit einem Menschen mich so seelisch verbunden fühle, dass ich mir ein Leben ohne diese Person nicht mehr vorstellen will, also für immer mit dieser Person leben will. Das gilt für mich, für den Partner so, wie auch für Freunde. Das ist Liebe für mich in ganz kurzen und knappen Worten. Ja, und das waren jetzt alle Fragen. Die Single-Frage, also diese Zweier-Frage, die für Singles, die kann ich euch in die Infobox setzen. Alle Fragen in die Infobox. Wer mitmachen möchte, der kann ihr natürlich gerne mitmachen. Und die Frage, was ist Liebe für dich? Oder wann sagst du, ich liebe dich? Das ist so eine Frage. Könnt ihr mir mal unter die Kommentare schreiben, was das für euch ist und wann ihr jemanden wirklich sagt, ich liebe dich? Oder genau, was auch bestimmt hilfreich für viele ist, wie gehst du mit Liebeskummer um? Das ist eine Frage, die könnt ihr auch mal in den Kommentaren beantworten, wenn ihr möchtet. Und zum Schluss ist es immer schwierig, Leute zu taggen, weil wenn ich nicht jeden tagge, will ich natürlich ja, niemanden auf die Füße treten und sagen, ich will deine Meinung nicht hören oder so. Aber andererseits, immer alle zu taggen, ist ja auch langweilig. Also jeder kann mitmachen, der möchte, ist selbstverständlich. Ansonsten, insbesondere interessiert mich das jetzt bei der Erna. Wenn du mitmachen möchtest. Tine, die erfahrene, allwissende, das Video will ich auch sehen. Nadine, von deinen Liebeserfahrungen würde ich auch gerne hören. Rebecca, von dir auch. Ich hoffe, dieses Video war interessant für euch und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss!